herzlich willkommen zum letzten Dagenhauen-Palais dieses Semesters. Ich bin erstaunt, dass es schon vorbei ist. Es waren ja auch wirklich viele, viele Veranstaltungen. Und ich freue mich, dass Sie, viele von Ihnen ja tatsächlich schon Stammgäste sind. Und ich hoffe, dass das nächste Semester auch so bleiben wird. Heute zu Gast Dr. Hubert Garderer. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Friedrich Balke am Lehrstuhl für die Geschichte und Theorie künstlicher Welten der Bauhaus-Universität in Weimar. Hat aber auch sonst schon ein sehr eindrucksvolles Resümee vorzuweisen. Er hat in Wien am Technologischen Gewerbemuseum Nachrichten und Elektrotechnik studiert und deutsche Philologie an der Universität Wien und an der Università degli Studi di Genova. Er war Stipendiat der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Junior Fellow am IFK in Wien, IFK Fellow Abroad an der Humboldt-Universität in Berlin, Postdoc am ICI Kulturlabor und außerdem wissenschaftlicher Mitarbeiter am graduierten Kolleg Mediale Historiografien in Weimar. Wie gesagt, seit 2012 jetzt auch wieder in Weimar, davor letztes Jahr, glaube ich, ein halbes Jahr in New York. Und er wird heute sprechen, ganz im Sinne des Pale, über Querulantologie. Der ursprüngliche Arbeitstitel war Medienquerulanz. Und was wir uns darunter vorstellen können, werden wir in den nächsten 50 Minuten lernen. Danach ist noch genug Zeit, denke ich, für eine Diskussion und danach auch noch für Semesterabschlussgetränke, wer Lust hat. Hubert, sehr schön, dass du da bist und viel Spaß. Herzlichen Dank für die nette Vorstellung und auch für die Einladung. So wie es Paul schon erklärt, ich werde ungefähr 50 Minuten sprechen. Und zwar ist mein Beitrag in vier Teile aufgeteilt, wobei der erste Teil ziemlich lang ist. Also haben Sie keine Angst, dass die zweite, dritte und vierte genauso lang ist. Ist ein wesentlich kürzer. Und ich beginne mit einer Fallgeschichte aus der psychiatrischen Pathologie um 1900. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts rekonstruiert der österreichische Psychiater Richard Krafft-Ebing in seinem Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie mit Berücksichtigung der Gesetzgebung von Österreich, Deutschland und Frankreich die unwegsame Laufbahn eines K&K-Postbeamten. Im Jahr 1874, so Krafft-Ebing in seiner gerichtspsychopathologischen Fallgeschichte, tritt der ehemalige Soldat, Journalist und Schreiber L. seinen Dienst in der K&K-Post an und erweckt von Anfang an das Erkenntnisinteresse der bürokratischen. Nach einer Vielzahl von unzumutbaren Meldungen, Anzeigen und Angaben bei Behörden, in denen L. seine Kollegen einer strafbaren Handlung beschuldigt, erhält er aufgrund dieser Denunziationen mehrere dienstliche Zurechtweisungen. Gegen diese amtlichen Maßregelungen klagt der Postbeamte bei Gerichten und Ministerien, und zwar mit dem Hinweis, dass es sich bei den Beschwerden gegen ihn um beabsichtigte Ehrenbeleidigungen seitens seiner Kollegen handle. Nach längeren Disputen wird der Postbeamte 1875 von seiner ursprünglichen Dienststelle nach P versetzt. Trotz oder gerade wegen dieser Anordnung der vorgesetzten Dienstbehörde verringern sich seine Klagen und Beschwerden keineswegs. Vielmehr beginnt abermals ein Exzess von unterschiedlichen Anschuldigungen gegenüber seiner nun neuen Dienststelle. Auch hier droht L. die angeblichen Unterschlagungen und Schiebereien der Beamten dem Postdirektorium und dem Ministerium zu melden. Ab diesem Zeitpunkt interessiert sich neben der bürokratischen auch die psychiatrische Macht für den renitenten und unfügsamen Postbeamten. Ein Bezirksarzt, so Krafft-Ebing in seiner Fallgeschichte, attestiert, dass L. an Selbstüberschätzung sowie Zitat Schreibwut, Zitat Ende, leide und führt diese auf die psychische Exaltation seines pathologischen Charakters zurück. Die Textproduktion von L. wird damit allerdings nicht aufgehalten. Er verfasst weiterhin Beschwerdebriefe, es sollen mehr als 30 täglich sein. In ihnen klagt der Beamte gegen Beamte aufgrund der Parteilichkeit der Gerichte und der ungerechtfertigten Disziplinarmaßregelungen, die er wiederum aufgrund seiner Eingaben erhalten hatte. Zudem verfasst L. einen Bericht an das österreichische Handelsministerium, der nach einer feuilletonistischen Betrachtung über die Beamtenmisere mit der Hoffnung endet, dass ein Zitat Messias-Minister, Zitat Ende, erscheine, der das Elend von Korruption und Hinterhältigkeit in der K&K-Post beenden werde. Nach dieser amtlichen Mitteilung über weltliche Korruption und göttliche Erlösung wird L. am 15. Januar 1876
Nach 2 Dienstjahren in der Bürokratie des österreichischen Post-, Telegrafen- und Telefonwesens in einer Irrenanstalt interniert. Zunächst könnte man nach dieser kursorischen Schilderung, der Schilderung von Krafft-Ebing, festhalten, dass sich in der Fallgeschichte das psychiatrische Erkenntnisinteresse auf mediale Praktiken richtet, und zwar auf die Schreiben und das Schreiben des Postbeamten L. Vor allem dann, wenn der Psychiater Krafft-Ebing den Anlass und das Motiv der Kämpfe in den bürokratischen Räumen und Zeiten der Kommunikation zu enträtseln versucht. So hält der Psychiater, dessen Untersuchungsgegenstand die gesammelten Briefe und Eingaben sowie das Gutachten über L sind, besonders die Eigenarten und Abweichungen von Ls Schreibpraktiken fest. Die konkrete Ausdehnung der, Zitat, kolossalen Korrespondenz, die anmaßende, weitschweifige Sprache und die behäbige Breite des Stils. Zitat Ende. Dabei wird das Schreiben der Schrift vom Psychiater beschrieben und nosologische Schlüsse ziehen und ein weitreichendes Urteil, nämlich die Internierung von L, rechtfertigen zu können. Der Zugriff der psychiatrischen Macht, wie sie von Krafft-Ebing aufgezeichnet und von ihm selbst vollzogen wird, hält fest, dass das Zentrum von Ls abnahmendem Verhalten seine kontinuierlichen Informationsübermittlungsversuche bilden. Aufgrund der Beobachtungen des Schreibens und der Schreiben von L wird von Krafft-Ebing eine spezifische Klassifizierung vorgenommen, indem L eine, Zitat, wissenschaftlich bekannte Form von Geistesstörung, Zitat Ende, attestiert wird, nämlich den sogenannten Prozessgrämer-Irrsinn oder Quirulantenwahnsinn. Das Zentrum von Ls Wahnsinn seien also seine, Zitat, krankhafte Rechthaberei und wahnsinnige Unbeugsamkeit, die sich in einer Schreibsucht mit charakteristischer Wortverdrehung, Anstreichung und Fettschrift von Kraftstellen, Zitat Ende, zeige. Die Psychiatrie interessiert sich also nicht alleine für die Interpretation der Querulanz, sondern auch für die querulatorische Interpretation. Man könnte auch sagen, sie interpretiert die Querulanz über die querulatorische Interpretation. Das psychiatrische Wissen über das Querulieren wurde um 1900 unter spezifischen Regeln, Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien entworfen, die vor allem den Prozess des Schreibens und dessen medialen Voraussetzungen betrafen. Psychiater gingen davon aus, dass mittels Aufzeichnungen und Analysen der Störungen von Handschriften Rückschlüsse auf das Gehirn gezogen werden können. Da beim Schreiben ein zweiter Code konstruiert wird, so die psychiatrische Annahme, kann über die Besonderheiten der Handschrift die Dispositionen des Verfassers entziffert werden. Die Verbindung aus Graphologie, Psychophysiologie und Neurologie interessiert sich für Unleserlichkeiten, kräftige Unterstreichungen, die Größe der Buchstaben, die Neuerfindung von Worten oder Orthographiefehler. Mittels dieser Parameter der Schrift wurde versucht, psychopathologische Störungen ausfindig zu machen. Dies gilt vor allem für den um 1900 wirkungsmächtigen Psychiater Emil Kraepelin, für den die Analyse der Handschriften für diagnostische Zwecke sowohl in der Behandlung als auch in der Forschung wesentlich war. In seiner mehrfach aufgelegten Studie Psychiatrie, ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte, die 6. Auflage erschien 1899, beschreibt Kraepelin den Quirulantenwahnsinn als eine eigenartige Entwicklungsform der Verrücktheit, wobei diese Diagnose an die Schrift rückgekoppelt wird. So hebt er bei den von ihm gesichteten unzähligen Briefen und Eingaben Schriftbildlichkeit, Stil und Orthographie hervor, die es erlauben sollen, den Quirulantenwahnsinn erkennen zu können. Das Schreiben der Schrift wird beschrieben, wobei die Schrift zum Indiz des Wahnsinns wird. Die Psychiatrie interessiert sich also für die Pathologien der Schrift, für die Kakographie, man könnte auch sagen, für das Rauschen des Schriftzugs. Diesem Erkenntnismodell der Kommunikationspathologie folgt auch der königliche Oberarzt der psychiatrischen Klinik der Universität Gießen, Rudolf Köster, auf dessen graphologische Ausführungen Kraepelin wiederum referierte. In seiner Abhandlung Die Schrift bei Geisteskrankheiten, ein Atlas mit 81 Handschriften, erschien 1903, untersuchte Köster das Schreiben eines 30-jährigen Büroschreibers. Köster nahm die Schriftprobe in seine Sammlung auf, da sie charakteristisch für die Schreibweise paranoischer Querulanten, so Köster, sei. Das Dokumentfragment sei die sauberste, sorgfältigste Handschrift der ganzen Sammlung, tadellos korrekt, jeder Buchstabe ein kalligraphisches Meisterstück. Wobei Köster perfide hinzufügt,
dass diese Indizien nicht das Pathologische in der Handschrift zeigen, sondern vielmehr eine Strategie des internierten Büroschreibers seien, den Wahnsinn absichtlich zu verbergen, um entlassen zu werden. Betrachtet man die fragmentarische Handschrift genauer, so zeigt sich, dass sie ein verwaltungstechnisches Dokument darstellt. Es handelt sich um den Entlassungsantrag des Büroschreibers vom 11. Mai 1902. Dass es sich um die Handschrift eines paranoiden Querulanten handle, zeige sich Köster folgend an, Zitat, merkwürdigen Verschachtelungen und die sinnstörenden Kühnheiten in der Konstruktion, der querulierende Ton mit den halb ausgesprochenen Beziehungen, Zitat Ende, evident. Gerade dadurch, dass der Büroschreiber versuche, mittels der korrekten Schrift seine paranoide Querulanz zu verstecken, so folgt der Psychiater, zeige sich die paranoide Querulanz. Die neurologische Untersuchung richtet ihre Aufmerksamkeit auf die pathologischen Erscheinungen in der Schrift. Die Handschrift ist nicht das hervorragendste Darstellungsmedium, um den Wahnsinn evident werden zu lassen, jedoch wird es als eines der opportunen Hilfsmittel begriffen. In der Psychiatrie um 1900 bestand die stark vertretene Meinung, dass die Querulanz eine besondere Art der Paranoia darstellt. Die querulanten Paranoia, auch Paranoia querulans, Paranoia querulatoria, Paranoia querulantium, Paranoia persecutoria querulans, echte Paranoia oder Prozesskrämer ihrer Sinn genannt, wurde jenen attestiert, die in psychiatrischen Diskursen als Interpretationsmaschinen aufgefasst wurden. Jene, die dem Gelächter, den verachtenden und mitleidigen Blicken und Mienen, dem leisen, fast nicht wahrnehmbaren Tuscheln, der kleinsten Anspielung nachgehen, um dort verschleierte, aber doch für sie ganz klar erkennbare Anspielungen zu entziffern. Das Interpretieren harmloser Vorkommnisse wurde so zu einem Hauptpunkt des Entzifferungskatalogs, wenn es darum ging, die Querulanz als paranoisch erkennen zu können. Die klinischen Hauptsymptome der Paranoia waren Wahnideen, die systematisch und methodisch zu Schluss- und Urteilsprozessen führen und sich somit zu einem ausgebauten Wahngebäude formieren. Zudem, und dies abseits psychopathologischer Klassifizierungen, operiert die Paranoia in einem Netzwerk von Macht, Verdacht und Politik und tut dies, indem sie alles Kontingente löscht und ihre Resultate als Fatumsgewissheit und artifizieller Deutung erzielt. Auch die paranoide Querulanz erkennt das Weltverhängnis in einer unsichtbaren Macht, die sich lediglich durch Zeichen verrät. Der so disponierte Querulant untersucht und interpretiert in pedantischer und hochkonzentrierter Arbeit am Kleinen den Verlauf der Verschwörung gegen ihn, die gesponnenen Fäden der Macht, die ihn nicht zu seinem Recht kommen lassen. Der querulatorische Diskurs unterscheidet sich dabei vom psychiatrischen Diskurs nicht immer wesentlich. Der Verdacht ist der Nährboden für die Paranoia des Klägers, aber auch für die Paranoia der Institutionen, wie dies Elias Canetti in Masse und Macht herausgearbeitet hat. Da die Querulanz aus einem Ensemble von hochdifferenzierten Relationen gebildet wird, hat die Psychiatrie das Querulieren in die Gruppe der Paranoia verwiesen. Sie hat es als eine Beziehungskrankheit verstanden, eine Krankheit der Relationen. Mit der Eingliederung der Querulanz in den psychiatrischen Diskurs und hier genauer in jenen über die Paranoia versucht die Psychiatrie um 1900 zu erklären, inwiefern vom Wahnsinn gesprochen werden kann, obgleich keine Halluzinationen bei den Patienten gefunden werden können. Der paranoide Querulantenwahnsinn gehört um 1900 zur Gruppe der Delirien ohne Halluzinationen, ein Wahnsinn, der jedoch keine, Zitat, intellektuelle Beeinträchtigung, Zitat Ende, zeigt. Graf Ebbings Fallgeschichte über den Postbeamten L. und Kösters Analyse der Handschrift des internierten Büroschreibers sind lediglich zwei Beispiele unter vielen. Rund 250 bis 300 Publikationen, seien es große Monographien, Artikel in medizinischen Fachzeitschriften oder medizinische Dissertationen, versuchen vor allem zwischen 1880 und 1920 zu erklären, was der paranoide Querulantenwahnsinn eigentlich sei. Diese psychopathologischen, gerichtsmedizinischen oder psychoanalytischen Abhandlungen sind am Fall interessiert und dies in seiner ganzen semantischen Breite. Einerseits als Exempel, das Analogien zu anderen Fällen ermöglicht, andererseits als Fall in den Wahnsinn, als sozialer, politischer und gesundheitlicher Abstieg. Die um 1900 etablierte Psychiatrie konzentriert sich auf die Querulanz
und gelangt mit den Untersuchungen des exzessiven Rechtsgefühls nicht allein in das Gebiet der Rechtswissenschaften, sondern ebenso in die Räume und Zeiten der Einzelnen. Sie zeigt sich dabei als eine Hilfsinstitution des Rechts und beginnt darüber hinaus ab dem frühen 19. Jahrhundert als gerichtliche Medizin eine wesentliche Stütze eines umfassenden gesellschaftlichen Projekts zu werden. Sie dringt mit großen, extremen und mit monströsen Fällen in das Strafrecht ein, wie dies Michel Foucault in seinen Vorlesungen am Collège de France in den 1970er Jahren nachzeichnete. Sie dringt ein, nicht nur um ein neues Wissensfeld zu explorieren, sondern um eine Form von Macht zu sichern und auszuweiten. Der Einzelne ist damit seit dem 19. Jahrhundert als Querulant psychiatrisierbar geworden, und zwar vor jenem Hintergrund, dass sich im ausdehnenden psychiatrischen Diskurs die Gesellschaft gegen einen möglichen Wahnsinn, hier das exzessive Rechtsgefühl und seine Folgen, versichern müsse. Diese Psychiatrisierung betrifft nicht die merkwürdigsten und exzentrischsten, sondern kann alle betreffen in familiären, pädagogischen und professionellen Beziehungen. Denn die paranoide Querulanz ist im 1900 eine Krankheit der Bauern und Arbeiter, wie dies Deleuze und Guattari in 1000 Plateaus hervorhoben. Sie ist eine Krankheit, von der die Psychiatrie angibt, dass sie vor allem die alltäglichen Menschen betrifft. Kurz, Querulanz war für die Psychiatrie primär eine Krankheit der Subalternen. Dementsprechend registrierte und archivierte das psychiatrische Aufschreibersystem Menschen aus den subalternen Berufsständen, wenn es darum ging, Querulantenwahnsinn festzustellen. Bauern, Schmiede, Aktuare, Hofmacher, Architekten, Gärtner, Lohnkutscher, Elementarlehrer, Kammerjäger, Malergesellen, Näherinnen, Viehhändler, Ingenieure, Bäckergehilfen, Konstrukteure, Schuhmacherfrauen, Schneidermeister, Dienstknechte, Landrekruten, Maurer, Steinhauer, Expedenten, Agenten in Kommissions- und Versicherungsgeschäften, Krankenwärter, Orchesterdiener, Soldaten, Bergmänner, Weißbinder, gerichtliche Kanzleidietarien, Büroschreiber, Schriftsteller und Beamte wurden in den psychiatrischen Listen als wahnsinnige Querulanten katalogisiert. Es sind zum Großteil die vergessenen, armen, kleinen und profanen Menschen, die deswegen sichtbar werden, weil sie für einen Moment den Weg der Macht kreuzten, mit ihr zusammenstießen und von ihr beleuchtet wurden. Die Psychiatrie, und dies ist Deleuze und Guattari entgangen, nimmt jedoch ebenso für sich in Anspruch, feststellen zu können, dass der paranoide Querulantenwahnsinn um 1900 bereits die selbstständigen, übergeordneten, reichen und mächtigen Menschen betrifft. Staatsanwälte und Oberbürgermeister, Gutsbesitzer und Reichstagsabgeordnete, Kreisärzte und Projektemacher oder den sächsischen Senatspräsidenten beim Oberlandesgericht in Dresden, den vermutlich berühmtesten Paranoiker der deutschen Mediengeschichte, Daniel Paul Schreber, dem aus psychoanalytischer Perspektive von Sigmund Freud und Karl Abraham eine, Zitat, querulierende Paranoia, Zitat Ende, attestiert wurde. Trotz dieser prominenten Vertreter der oberen Gesellschaftsschicht herrschte bei der Diagnostizierung des paranoiden Querulantenwahnsinns größtenteils Klassentrennung. Um 1900 gibt der imperialistisch eingreifende psychiatrische Diskurs an, was Querulanz sei, welche gesellschaftlichen Schichten von ihr infiziert werden, wie sie funktioniere und was sie intensiviere. Dabei ist von besonderem Interesse, dass das, was die Psychiater Emil Kraepelin, Richard Krafft-Ebing und Rudolf Köster, aber auch andere wie Eduard Hitzig, Ernst Bleuler, Adolf Liedmann oder Friedrich Hugo Strasburger, um lediglich einige zu nennen, um 1900 zu fassen versuchten, und das, woran sie mit dem Typus des paranoischen Querulantenwahns um 1900 anknüpfen, seinen eigentlichen Ursprung im Wissen der Bürokratie hat. Genauer im Wissen der preußischen Bürokratie des Rechts um 1800, womit ich zu meinem zweiten Abschnitt komme. Die bürokratische Macht Preußen entwirft nämlich erstmals um 1800 den Querulanten als juristische Wissensfigur. In der naturrechtlich kodifizierten allgemeinen Gerichtsordnung für die preußischen Staaten vom 6. Juli 1793, in jenem Gesetzestext also, in dem Regeln für Kläger und Justiz bei gerichtlichen Verfahren aufgestellt werden, wurde der Querulant in § 30 erfunden. Hier ist dieser § 30. Diejenigen Parteien, welche sich der vorgeschriebenen Ordnung nicht unterwerfen, sondern entweder Kollegia und deren Vorgesetzte mit offenbar grundlosen und widerrechtlichen Beschwerden gegen bessere Wissenschaft und Überzeugung belästigen oder nachdem sie ihres Unrechts gehörig bedeutet worden, mit ihren Klagen dennoch fortfahren und auf wiederholtes, ungeziemliches Supplizieren etwas,
so gegen Recht und Ordnung ist, durchzusetzen und zu verzwingen versuchen, oder die Endlichkeit des Justizdepartements oder seine königlichen Majestät allerhöchste Person mit falschen und unrichtigen Darstellungen ihrer Angelegenheiten oder mit unwahren und erdichteten Beschuldigungen und Verunglimpfungen der Kollegien und Gerichte zu behelligen sich unterfangen, soll als mutwillige oder boshafte Querulanten angesehen, ihnen der Prozess gemacht und über ihre Bestrafung rechtlich anerkannt werden. Zunächst kann festgehalten werden, dass eine Person, die in diesem Gesetzestext als Querulant etikettiert wird, dadurch evident wird, indem sie erstens als jemand gefasst wird, der sich gegen eine vorgeschriebene Ordnung und deren ausführende Institution richtet. Die Typologie des Querulanten wird hier aus einer Rhetorik des unbegründeten, widerständigen und grundlosen Kampfes gespeist und angereichert. Der Querulant ist ein Einzelner, der gegen eine etablierte Ordnung auf- und antritt, eine institutionalisierte Ordnung, deren verwaltungstechnische Instanz zunächst die Kollegien und ihre Verwaltungsbeamte bilden. Zweitens, verrät und enthüllt sich der Querulant vor diesen beiden, der offenbar grundlose und widerrechtliche Beschwerden gegen bessere Wissenschaft und Überzeugung einreicht, die, und dies wird in § 30 hervorgehoben, die Arbeitskapazität der Institutionen schmälert und belästigt. Drittens speist sich in dieser rechtlichen Rhetorik das Wissen über den Querulanten aus der Angst vor seiner Gefährlichkeit. Genauer von dem noch nicht ausgeschöpften Potenzial seiner postalischen Adressierungen der rechtlichen Institution. Querulanten supplizieren nicht nur einmal, sondern wiederholen in Bitt- und Beschwerdebriefen ihre Gesuche, die zuvor abgelehnt wurden. Damit lassen sie die Aktenberge immer größer werden, überlasten mitunter die elementaren Aktionsformen der Akte in Preußen des 18. Jahrhunderts, nämlich übertragen, speichern, sammeln und registrieren, wie dies Cornelia Fissmann für den Übergang des Dispositivs der Kanzlei zu jenem des Archivs rekonstruierte. Der Gesetzestext antizipiert vier Antragsteller, deren erster Einspruch abgelehnt wurde, die aber mit ihren Klagen dennoch fortfahren und auf wiederholtes, ungeziemlich supplizieren versuchen, ihr Recht durchzusetzen bzw. zu erzwingen. Die Bürokratie des Rechts wehrt sich gegen solche postalischen Angriffe, indem sie für Querulanten eine Gefängnisstrafe von 6 Monaten bis zu 1 Jahr verhängt. Wie dies etwa bei dem berühmtesten Fall der preußischen Rechtsgeschichte um 1800, nämlich bei dem notorischen Verfahren gegen den Müller Christian Arnold im Gerichtsbezirk Pommerzig geschah, der zeitweise wegen Querulierens, so der Tatbestand in den Akten, ins Gefängnis gesteckt wurde. Zu einem bestimmten Zeitpunkt und in genau markierten Räumen wird so der Querulant vom preußischen Verwaltungsapparat als eine spezifische Typologie eines Antrags- und Bittstellers beobachtet, geprüft und überwacht, und zwar als jemand, der durch seine wiederholten Übertretungen auf sich aufmerksam macht. Mit der Möglichkeit, Einzelne aufgrund ihrer 10 Einsprüche zu reglementieren, sie körperlich, moralisch und gesellschaftlich zu bestrafen, mit diesen juristischen Praktiken also, die weitläufig in die sozialen, politischen und kulturellen Netze gegen Ende des 18. Jahrhunderts eingeschrieben wurden, beginnt die moderne Geschichte der Querulanz. Damit setzt er eine unermessliche und zukünftig jeweils unterschiedliche Diskursivierung der Querulanz ein. In Publikandi, Deklarationen, Reskripten und schlussendlich mit dem allgemeinen Landrecht für die königlich preußischen Staaten vom 1. Juni 1794 und der bereits erwähnten allgemeinen Gerichtsordnung für die preußischen Staaten wurde von der preußischen Bürokratie die Querulanz als eine und dieses wesentlich Sollbruchstelle definiert. Eine kalkulierte Anordnung und Festlegung, die bei einer Überlastung gezielt bricht, den Einzelnen, der des Guten zu viel tut, gewaltsam, effektiv und tiefgreifend aus dem System ausschließt, damit der Gemeinschaft der Rechtsanspruch nicht versagt wird. Es soll angezeigt und sichtbar gemacht werden, wer, wann, wie und wo die Verwaltungsstruktur übermäßig belastet und damit die innere Ruhe und Sicherheit des Staates gefährdet. Die Untersuchung dieser Aspekte erlaubt es der preußischen Bürokratie, eine neue Form des Subjekts zu entdecken. Dabei müsste davon gesprochen werden, dass die Bezeichnung einzelner Kläger und Bittsteller als Querulanten um 1800 nicht erfunden wurde, sondern dass durch die Verschaltung unterschiedlicher juristischer und staatstheoretischer Diskurse, bürokratischer Praktiken und standardisierter Verfahrensabläufe ein Wissen über die Querulanz in dieser Zeit aufzeichnbar wurde.
Der preußische Verwaltungsapparat lässt jedoch nicht alleine ein Wissen über den Querulanten entstehen und Beobachter werden, sondern lässt auch neue Formen der Beobachter auftauchen. Prüfung und Überwachungssubjekte, deren Erkenntniszentrum die Kontrolle des Einzelnen darstellen, die die Eingaben der Bittstelle prüfen und damit selbst überwacht werden. Wesentlich ist nämlich, dass die Prozesshaftigkeit der Querulanz im Preußen um 1800 aus einem Ineinandergreifen und Überlappen von Überwachungs- und Disziplinarperspektiven entstand, einer doppelten Belauschung, könnte man sagen. Der Belauschung der Bevölkerung einerseits, der Belauschung der eigenen Beamten andererseits. Wenn dabei die bürokratische Macht darauf reduziert werden würde, dass sie den Einzelnen belauscht, reglementiert und arretiert, wäre dies zu voreilig. Vielmehr entstand durch die Naturrechtskodifikation in Preußen die Möglichkeit, dass sich ein Rechtsgefühl entwickeln konnte, das animiert und erregt werden konnte. Etwas, das den Einzelnen zum Handeln, zum Sprechen, endlich zum Querulieren provozierte. Das ist das Perfide am juristisch-bürokratischen System, nicht nur in der preußischen Disziplinargesellschaft um 1800. Es legt Wahrnehmungs- und Erkenntnisraster fest, produziert damit spezifische Auftrittsformen von juristischen Subjekten und setzt im gleichen Atemzug Antragsteller mittels juristischer Praktiken fest. Das Recht produziert Querulanz, formt und fördert ihr Auftreten, um sie sogleich zu sanktionieren und zu bestrafen. Diese machttheoretischen Überlegungen zur Querulanz um 1800 und 1900 lassen sich medientheoretisch dahingehend erweitern, indem, und damit komme ich zu meinem dritten Abschnitt, nach querulatorischen Relationen gefragt wird, also jenen Beziehungen, die die Querulanz entwirft und gleichermaßen besetzt hält, wobei man hier eine kursorische Medientheorie der Querulanz formulieren könnte. Man müsste dabei damit anfangen, dass die Querulanz die Störung der Störung als eine Entstörung versteht. Wesentlich für sie sind das Vorhandensein, die Konstruktionslinien und die Funktionsweise von Relationen. Genauer müsste hier von einer parasitären Relation zwischen Rechtsinstitutionen und Rechtssuchenden, zwischen Antragstellern und Institutionen, Briefschreibern und Briefempfängern gesprochen werden. Die bürokratische Macht ist dabei stärker und stabiler als die der Gewalt oder die des Rechts, weil sie auf Wissen und Erkenntnis und in einer reflexhaften Weise, wie dies Michel Serres spätestens seit Hermes I herausgearbeitet hat, weil sie in einer reflexhaften Weise auf Information und Signal beruht. In diesem reflexhaften System aus Sender und Empfänger, in diesem System des Austauschs und der Verwaltung von Nachrichten, seien es Subliten, Eilbriefe, Telegramme, Faxe oder E-Mails, in dem der Querulant operiert, wird er jedoch nur dann sichtbar, wenn seine Kommunikation missglückt. Er wird erst sichtbar, wenn er als Störung im Kommunikationssystem auftritt. Seine Beziehung zur Rechtsinstitution invertiert eine Sender-Empfänger-Logik. Seine Beziehung existiert, gerade weil sie kontinuierlich misslingt. Erkannt wird dieses Rauschen, die abstrakte Form der Querulanz, könnte man sagen, weil versucht wird, sie zu beseitigen, um kommunizieren zu können. Das Rauschen ist das Zusammenspiel jener Störkennzeichen, die das Potenzial mit sich führen, die Kommunikation zu beeinträchtigen, zu blockieren und letztlich zu unterbrechen. Der Querulant nistet sich in die Kanäle des Rechts ein und erzeugt Lärm, was am offensichtlichsten durch die Abwehrreaktionen bürokratischer Institutionen sichtbar wird. Die gebrochene Stille oder ihr überstimmter Lärm ist unerträglich für die Verwaltung, denn der parasitäre Lärm entzieht dem anderen das Sprechen und Hören, erschüttert die bürokratische Kommunikation mittels ihrer Konfizierung. Der Querulant ist hier der Unterbrecher, der Lärmerzeugende, jener, der versucht, sein System des Rechts, seinen Begriff des Rechts zu etablieren. Mit diesem Lärm geht die Erfindung eines neuen Systems einher. Der Querulant findet neue Möglichkeiten der Kommunikation, weil er nicht wie alle anderen speist. Er konstruiert eine neue, nämlich seine Logik des Rechts. Er wird zwar repressiv behandelt, findet jedoch Wege, Schlupflöcher und Widerlager, mit denen er sich ein eigenes Kommunikationssystem aufbaut. Immer wieder entwirft er sich neu. Ohne Zweifel ist hier die Arbeit der Institution der Kampf gegen das Rauschen in den Kommunikationskanälen und umgekehrt das Rauschen die Arbeit gegen die Institution. Der Querulant ist ein Unterbrecher,
Die rechtliche Institution als Wirt unterbricht diese Unterbrechung, denn um Subordination zu finden, muss wahrgenommen und verstanden werden. Das Recht muss Stille schaffen. Der Parasit muss mit Gewalt vertrieben werden. Hier treffen zwei Systeme aufeinander. Wer von beiden der Parasit ist, hängt lediglich von der Perspektive, von der Stellung des Beobachters ab. Dies bedeutet eine radikale Relativität der Ursache und Relation von Störung mithin der Querulanz. Für den Querulanten ist der Verwaltungsapparat der Parasit, der sich in die Kanäle eingenistet hat und lediglich Lärm erzeugt. Auf beiden Seiten herrscht der Wille, diesen Lärm einzudämmen. Der Querulant und das Rechtssystem unternehmen alle Anstrengungen, um den anderen zu verdrängen, hinauszuwerfen, zu vertreiben oder zu entlassen, weil der Lärm des einen den anderen stört, weil jede Position Sender, Empfänger und Störer gleichermaßen ist. Dieses sich gegenseitige blockierende Kräfteverhältnis des Aus- und Einschließens, das aufgewendet wird, um den Querulanten in den Räumen und Zeiten des Rechts zu verdrängen und vice versa, das Recht in den Räumen und Zeiten des Querulanten zu verdrängen, kehrt sich jedoch bei jeder Bemühung der beiden um, bringt beide immer wieder zurück. Der Fehler des Querulanten, so könnte man sagen, ist sein Lärm, weswegen er nicht unerkannt, versteckt und unbehelligt bleibt. Mit seinem Schreiben führt der Querulant das Potenzial mit sich, die nachrichtentechnischen Kanäle des Rechtssystems zu überlasten und zu unterbrechen. Der Rechtsweg funktioniert aber nur so lange, der Kläger nicht zu viel sagt bzw. zu viel schreibt, nicht zu viele Eingaben an die Institution sendet. Gerade hier liegt, leicht paradox formuliert, die offene Geschlossenheit des rechtlichen Systems, die durch die Querulanz evident wird. Das Rechtssystem ermuntert zwar zur Produktion von Diskursen, sprich Einsprüchen, reglementiert diese aber zugleich. Die Freiheit des Rechtssystems wird zugleich zu dessen Bedrohung. Mit diesen Bedingungen war die preußische Bürokratie um 1800 oder die Psychiatrie um 1900 konfrontiert. Heute ist es das Bundesverfassungsgericht. Dabei basiert die Möglichkeit des Misstrauens auf der Institution selbst. Das Misstrauen wird von ihr mittels Einspruchs-, Revisions- und Berufungsmöglichkeiten selbst institutionalisiert. Jedoch setzt der Rechtsdiskurs voraus, dass der Einzelne sich mit der Entscheidung abfindet und sie annimmt. Ein enttäuschtes Rechtsgefühl, sich der Macht beugt, auf weitere Beschwerden verzichtet wird, das geschwiegen wird. Der Verlierer, den sich die Justiz wünscht, so der Rechtswissenschaftler Thomas Michael Seibert, vermeidet den Rechtsstreit ganz. Man könnte auch sagen, das Recht will stehen. Man kann also versuchen, die Querulanz zu beschreiben, indem veranschlagt wird, dass sie in der Relation entsteht. Dies zu übersehen, ist das Problem vieler Analysen der Querulanz, die sie als eine Wesenseigenschaft essentialisieren. Der Querulant ist jedoch eine Figur, die innerhalb einer Beziehung nachträglich markiert wird. Dabei geht es dem Querulanten nicht bloß darum, auf etwas Falsches in der Vergangenheit hinzuweisen, sondern auch darum, dass es aus seiner Sicht immer noch falsch ist. Wenn auch ein Fall abgeschlossen ist, geht der querulatorische Beschwerdeführer von einem unabgeschlossenen Prozess aus und formuliert dies in einer exzessiven Adressierung seines Konterparts, eine unermüdliche Anfechtung eines für ihn falschen Systems. Dieser Widerstreit entwickelt sich, so könnte man sagen, aus den verschiedenen Zeiten der Querulanz. Was für den einen abgeschlossen ist, wartet für den anderen noch auf seine Erledigung. Was für die Bürokratie eine Störung ist, ist für den Querulanten eine zu empfangende Botschaft. Das endgültige Ergebnis wird aus der Sicht des Klagenden von seinen Widersachern aufgeschoben. Der Querulant hat die Gewissheit und Klarheit, dass das Eigentliche, die Auf- und Annahme der Kernstücke und die Akzeptanz seiner Beschwerde noch nicht stattgefunden hat. Aus dieser Leerstelle und diesem offenen Ereignis konstituiert sich die Querulanz. Sämtliche negativen Bescheide haben für den Querulanten einen Status des Vorläufigen. Briefe, ob mit Hand, Schreibmaschine oder Computer geschrieben, Flugzettel und Plakate, Faxe, E-Mails und Klagen auf öffentlichen Homepages, mitunter auch auf den Asphalt geschrieben, sind Schriftstücke, deren Inhalt aus der querulatorischen Perspektive noch nicht angekommen sind. Denn die Querulanz speist sich aus der Überzeugung oder dem Gefühl, dass es eine Aussicht auf Erfolg gibt. Sie ist dabei ein systematisches Aufbereiten der Entschlossenheit, des Vertrauens, der Aspiration und der Selbstsicherheit. Der Querulant ist ein Antidefitist. Ein Antidefitismus, der auch heute noch, und damit komme ich zum vierten und letzten Abschnitt meines Beitrags,
ein Antidefitismus, der heute noch der Bürokratie des Rechts mehr als nur Sorgen bereitet. Denn so wie die Querulanz nicht aufhört zu klagen, genauso verstummen ihre Widersacher nicht. In der Geschichte der gegenseitigen Vorwürfe, wie ich sie kurz skizziert habe, haben sich die Konfrontationsfelder und Konfliktherde bis heute nicht verkleidet. Dies lässt sich gegenwärtig daran ablesen, dass in Deutschland neben einer bereits bestehenden Missbrauchsgebühr die Einführung einer sogenannten Mutwillensgebühr für potenziell zwecklose Verfassungsbeschwerden diskutiert wird. Die Querulanz ist wieder einmal zu laut geworden. Die Einführung einer Mutwillensgebühr soll es der Bürokratie des Rechts ermöglichen, das Rauschen in ihren Verfahren und Kommunikationskanälen einzudämmen, damit die Arbeitskapazität des höchsten deutschen Gerichts nicht beeinträchtigt wird. Das Bundesverfassungsgericht, so die Argumentation, braucht Zeit und Energie, um Recht sprechen zu können. Genau diese werden jedoch von der parasitären Querulanz verzehrt. Im Jahr 2011 wurden 6.208 Klagen am Bundesverfassungsgericht eingereicht. Die diskutierten Pläne sehen vor, dass ein Rechtspfleger eingehende Verfassungsklagen prüft, um danach zu entscheiden, ob sie begründet oder unbegründet sind. Wird Letzteres festgestellt, so besteht die Möglichkeit, dass das Bundesverfassungsgericht den Fall gegen eine Gebühr von 50 bis 5.000 Euro weiterbearbeitet. Gegen diese Bestandaufnahme kann der Kläger eine Erinnerung einlegen, woraufhin ein Richter die Gebührenforderung noch einmal prüft. Um diese Pläne zu verwirklichen, müsste jedoch das Bundesverfassungsgerichtsgesetz geändert werden. Die Querulanz als eine Aktionsform zu begreifen, die mit Verfahren zum Verstummen gebracht werden kann, ist, blickt man auf ihre kurz dargestellte Geschichte zurück, ein Irrtum. Das exzessive Rechtsgefühl ist immer schon in unterschiedlichen bürokratischen Institutionen gegenwärtig, weil es eine Erfindung ihrer administrativen Situationen ist. Aktuell sind es zwei Sphären, in denen die Querulanz ihre sowohl aufsehenserregenden, etwa die Diskussionen über die Mutwillensgebühr beim Bundesverfassungsgericht, als auch medial unbeobachteten Auftritten, entweder etwa die alltäglichen Beschwerdeverfahren der Institutionen, hat. Einerseits betrifft es immer noch die Justiz und Verwaltung, die der Querulanz vorwerfen, dass sie mittels wiederholter und unbegründeter Klagen die Arbeitskapazität verringert. Dies sind die ältesten Diskurse und Kommentare über die Querulanz, wie sie seit zwei Jahrhunderten kontinuierlich zirkulieren. Andererseits, und dieser Diskurs schloss sich schnell an den ersten an, ist damit die immer noch anhaltende Suche nach der psychischen Veranlagung Einzelner gemeint. Das Bestreben, die Querulanz weiterhin als psychiatrisierbares, exzessives Rechtsgefühl zu behandeln. Das sind die zwei großen institutionellen Exklusionsverfahren, die mitunter bis heute die notorischen Annahmen und Auffassungen prägen, indem sie aussprechen, wer, wann, wie und wo als Querulant auffällig wird. Die Auseinandersetzung mit der Querulanz hat darüber hinaus auch andere Wege gefunden. Sie wurde etwa in den Rechtswissenschaften als ein Gegenpol zu politischen und juristischen Institutionen verstanden, als ein Gegengewicht zur schnellen Gesetzesproduktion und Verwaltungshierarchie. Zudem wurde sie als Möglichkeit gesehen, psychiatrische und gesellschaftliche Verhaltensformen wie etwa medizinische Gutachten als Verstreckungsgehilfen zu kritisieren. Neben diesen Fluchtlinien waren es vor allem rechtssoziologische Ansätze, die das Phänomen mittels der Untersuchung juristischer Praktiken und der Interaktionen der Beteiligten näher zu erfassen versuchten. Abgesehen von diesen beiden Aspekten bleiben jedoch immer noch die Fragen offen, wohin eine, vielleicht könnte sie so genannt werden, Querulantologie ihre Untersuchungsinteressen richten kann, welche Wissensfelder wesentlich für sie sind, welche methodologischen Ausgangs- und Zielpunkte sie verfolgt. Hier, gegen Ende meines Beitrags, könnte festgehalten werden, dass eine Querulantologie davon ausgeht, dass anhand der Beobachtung der Querulanz, ihrer Störpraktiken und Störmedien es möglich wird, zunächst unscharfe Machtdispositive evident werden zu lassen. Es geht also um die Prozeduren der Ausschließung, um die Grenzziehungen und Brüche in Kollektiven, um ihre Sollbruchstellen. Damit verbunden sind die entwickelten Rituale des Wahrsprechens, die Bedingungen und Übereinkünfte, die verhindern oder hervorrufen sollen, dass eine Rede als querulatorische Rede aufgefasst wird. Es geht natürlich auch um die inkludierte Exklusion, um die organisierten Widerlager der Querulanz, ihre machtvollen Auftritte und ihr repressives Agieren, kurz die machtvollen Prozeduren der Querulanz.
Damit sind nicht alleine die gewalttätigen Ausschreitungen und blinden Amokläufe gemeint, sondern auch die mikroskopischen Machtverschiebungen, die sie erreicht, die jedoch zumeist leise und unbemerkt bleiben. Mit einem verwaltungstechnischen Aspekt von Macht verbunden ist zudem die Frage, inwiefern Carol Lanz als ein Phänomen der Relationen, als ein mediales Phänomen verstanden werden kann. Vor allem dann, wenn angenommen wird, dass die Querulanz die Medialität der Medien sichtbar werden lässt. Wenn die Medien das Querulieren erforschbar machen, dann müsste genauso veranschlagt werden, dass sie selbst durch dieses Phänomen entstehen. Medien, denen die Querulanz schattenhaft folgt, können selbst zum Gegenstand des Querulierens werden. Eine Querulantologie fragt also nicht ausschließlich nach den Medien der Querulanz, sondern versucht, die Querulanz in den Medien und ihren Theorien ausfindig zu machen. Nicht alleine eine Mediengeschichte der Querulanz, sondern die Querulanz der Mediengeschichte. Nicht alleine eine Literaturgeschichte der Querulanz, sondern die Querulanz der Literaturgeschichte. Nicht alleine eine Kulturgeschichte der Querulanz, sondern die Querulanz der Kulturgeschichte müsste wesentlich umfangreicher, als es hier heute geschehen ist, herausgearbeitet werden. So ließe sich vermutlich eine Wissensgeschichte der Querulanz schreiben, die immer selbst damit rechnen müsste, querulatorisch gelesen zu werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sollen wir uns vielleicht für die Diskussion einfach heraussetzen? Gibt es schon mal Fragen? Gut, dann fange ich an. Also in einer Zeit des Internets, in der man sich das ja hauptsächlich aus Beschwerden besteht und in dem es etwas wie Gordon's Law gibt, das eben festhält, wie lange es ungefähr braucht, bis eine Diskussion Richtung Hitler tendiert, wird sich da jetzt natürlich ein ganzer Fragekomplex anschließen lassen, was unsere derzeitige Gegenwart Recht und Internet und so weiter angeht. Ich würde aber gerne mit etwas anderem anfangen, was mich viel mehr interessiert, nämlich eigentlich das 19. Jahrhundert oder die Jahrhundertwende und gerade für die Mediengeschichte und Kulturwissenschaft auch sehr interessante Diskurse, die es da ja gibt. Und das ist ja so, dass wir meistens eigentlich, wenn wir diese Zeit betrachten, mit die Übernorm argumentieren und da eigentlich eine Geschichte, die eben andere technische Medien in den Blick nimmt, nämlich die Fotografie und dann über Fotografie und Theater und Hysterie über die Sacre Tierra herangeht. Und das, was du aufmachst, ist ja eigentlich sozusagen die Kehrseite davon, nämlich die bis jetzt, wie du auch richtig gezeigt hast, kaum erforschte Verwaltungsgeschichte des Wahns und den Wandel der Verwaltungsgeschichte. Also das ist zwar natürlich mit den Aufschreibesystemen und dem, was dazu gearbeitet wurde, schon ein bisschen in den Blick genommen worden, aber das, was du hier beschreibst, ist sowas wie ein Perpetuum mobile. Also ist ein System, wie du gesagt hast, gleich muss Stille erzeugen, aber man muss eben auch erst Lärm erzeugen, um Stille erzeugen zu können, um somit eben überhaupt als souverän manifest zu werden. Verstehe ich das richtig? Ja, also was sozusagen auch der Punkt, den ich sozusagen machen wollte, ist nämlich bei der Untersuchung der Querulanz im 19. Jahrhundert vor allem zum Beispiel eben das Schreiben und die Schreiben interessiert haben. Und, der Hintergrund von dem Ganzen nämlich auch die bürokratischen Praktiken, weil der Querulant wird zum ersten Mal etikettiert, wird um 1800 eben eine juristische Figur, also eine Figur, die sich aus bürokratischen Praktiken, aus bürokratischen Medien, aus Verwaltungstechniken zum ersten Mal eigentlich konstituiert, genau in dieser Zeit im späten 18. Jahrhundert. Also deswegen auch dieser starke Fokus auf die Bürokratie und vor allem auf die Bürokratie des Rechts. Wenn man sozusagen eine Kulturgeschichte, oder wie es auch gemacht worden ist, dann, wie es die Hürmann gemacht hat, eine Kulturgeschichte der Hysterie schreiben würde, dann würde hier natürlich auch die Querulanz mit einfließen, weil einer der prominenten Diskurse, also der prominenten psychiatrischen Diskurse, auch die Querulanz mit der Hysterie kurz schrieb. Es gibt einen Briefwechsel, den ich nicht erwähnt habe, zwischen Freud und Ferenczi, also zwischen dem Budapester Psychoanalytiker und der Berggasse in Wien, in dem versucht wird herauszufinden, dass die Querulanz spezifische Verbindungen zur Hysterie hat. In dem geschrieben wird, und das ist das Problem des Psychoanalytikers aus Budapest,
dass der Patient nicht aufhört zu reden. Und das schreibt dann Freud so, sozusagen als den großen Meister. Und Freud schreibt so, ja, er kennt das, er hat auch eine Patientin, die eine kolossale Rätseligkeit auch an den Tag legt. Und in dem Verlauf des weiteren Briefwechsels versuchen sie dann auch nochmal eben die Linien zu Paranoia also hinzubekommen. In dem Briefwechsel kommt dann auch nochmal Schreber vor. Es geht um psychoanalytische Triebtheorien, wie das Ganze dann bei den beiden sozusagen herauskristallisiert wird, wie man eigentlich tatsächlich den paranoiden querulanten Wahnsinn beschreiben könnte. Aber das ist sozusagen was, was sich eigentlich was nicht wirklich jemals sich so richtig zeigt. Das, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja so, dass die Querulanz schon ein postalisches Phänomen ist. Also etwas, was tatsächlich über die Schrift funktioniert. Deswegen, also bei letzter Woche da, ich finde, es schließt eigentlich sehr gut an das Schriftschweigen, das Luca de Blasi skizziert hat, und eben das nicht beantwortete Adressieren eines Systems oder irgendeiner übergeordneten Macht. Also da würde ich sagen, die Querulanz, wenn man sie mit einer Schriftgeschichte, wie gesagt, kurz kopiert, auf eben versucht, sie näher heraus zu kristallisieren zu lassen, auf jeden Fall die postalischen Adressierungen oder postalischen Netzwerke sehr wichtig werden, weil es auch tatsächlich ein ganz reales Problem war, dass die Bürokratie mit Bittschriften oder mit Subliten einfach überlastet war. Und es dann eben versucht wurde, mit Reglementierungsmaßnahmen, wie es in der preußischen Bürokratie um 1800 dann stattgefunden hat, diese Subliten zu stoppen. Deswegen könnte man auch sagen, dass der Querulant aus der langen Tradition des Subliktwesens stammt, also des Bittstellerwesens. Und eben dann im späten 18. Jahrhundert zum ersten Mal sozusagen festgemacht wird. Also das ist auf jeden Fall, dass man sagen könnte, dass die Querulanz das postalische System benötigt, um Protest oder um Bitten einzulegen. Also das wäre jetzt die eine Seite, das ist quasi einen bestimmten Medienverbund benötigt, aber andererseits geht es ja nicht nur um eine Schriftgeschichte, sondern auch um eine Sprachgeschichte bei dem Ganzen. Also es geht ja auch immer oder um eine Stilgeschichte, wenn man so möchte. Also das fand ich auch sehr spannend, dass sozusagen in dem Moment, wo sich das auch verschiebt von dem, wie du geschildert hast, subalternen Bittstellen hin zu jemandem, also sozusagen der dann schon selbst als Beamter die Sprache des Systems, in dem er sich selbst befindet, emuliert und approximiert, dass das dann gleichzeitig wieder in den analytischen Diskurs oder in den psychiatrischen Diskurs zurückfährt und ihm unterstellt wird, dass, weil er die Sprache so gut trifft und weil er nicht die klassischen Symptome zeigt, sondern dass die Kalligraphie, die er leitet, eigentlich schon wieder das höchste Maß an Störung, weil es so gut passt. Das fand ich ganz interessant. Oder eben auch das Paranoide. Der Psychiater Köster versucht zu zeigen, eben dadurch, dass es kein Merkmal eigentlich gibt, eben sich dadurch die Paranoia zeigt. Also dass der Büroschreiber, der versucht, entlassen zu werden aus der Psychiatrie, eben weil er so exakt schreibt und weil er die Stilistik so gut drauf hat, eben das jetzt Anzeichen ist, dass er eigentlich paranoid ist und sozusagen den Psychiater versucht zu betrügen, um entlassen zu werden. Ja. Wobei die Frage ist, ob das wirklich so ist oder ob das dementsprechend dann ein interessantes Machtgefüge natürlich sich ergibt, wo in dem Moment, wo man, weiß nicht, das erinnert auch an einen Film wie Brasil oder so, dass in dem Moment, wo man Souveränität mit dem im System demonstrieren kann, die Ausweglosigkeit perfekt ist. Ich sitze ein bisschen in den Lücken. Ich weiß jetzt nicht, wer zuerst, dann machen wir einfach Ladies first. Ich habe noch eine Frage nach der Grundstelle der Querulanz, also die Entscheidung, wann jemand als Querulant tituliert wird, beziehungsweise ob diese Entscheidung oder wie oft diese Entscheidung historisch zurückgenommen wird. Denn es kann ja noch passieren, dass in dem Moment, wo Querulanz vermehrt auftritt, ein System, das als eigenen Fehler begreift und das System ändert. Dass also der Lärm, den der einzelne Querulant erzeugt, plötzlich zu so einem Lärm wird, dass der dann am Ende bei einer System-Selbstbeobachtung dazu führt, dass man diesen Lärm sofort reduzieren kann, indem man am System leicht etwas verändert.
müsste ja dann als eine Umbewertung wahrgenommen werden. Dass man sagt, okay, am Anfang war es nur einer, aber in dem Moment, wo es plötzlich mehrere sind, die alle um ein bestimmtes Problem herum regulieren, da muss man etwas ändern. Beziehungsweise wenn man sich die Rechtsgeschichte ansieht, dann sieht man ja, dass sich damit Systeme oft sehr schwer tun. Also ich lebe in den USA und die berühmte Diskussion über das Waffengesetz, die sich rund um die Second Amendment dreht, die besteht ja unter anderem darin, dass es eben unglaublich unscharf formuliert ist. Was das eben einlädt. Nur lässt das System das nicht zu. Ein anderes spannendes amerikanisches Phänomen ist, dass Quirulanz in Amerika belohnt wird. Und das in einem, ich nenne es mal, subjuristischen Bereich. Dadurch, dass sich die Firmen oft unglaublich, ja, ich sag mal, flexibel sein, was AGBs angeht, kann man in den USA unglaublich viel erreichen, wenn man sich ganz einfach wirklich massiv beschwert. Mhm. Es gibt in den USA eine unglaubliche Beschwerdekultur, die auch immer zu unglaublichen Ergebnissen führt. Das heißt, also, wenn meine Kreditkartenrate zu hoch ist, das Erste, was ich mache, ist da anrufen. Mhm. Und wenn ich beim Ersten nicht durchkomme, dann verlange ich dessen Superior, dann verlange ich dessen Superior, dann verlange ich dessen Superior. Und es ist spannend, dass ich innerhalb dieser Kette, die ich als Deutscher immer als sehr querulatorisch empfinde, sehr oft wirklich Ergebnisse für einen abzeichnen, die ich mir so in Deutschland nicht vorstellen kann. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das Deutsche, vielleicht ist das auch ein preußisches Erbe, dass diese preußische Exaktheit in dem System, in dem der USA, zumindest im subjuristischen, also im kommerziellen, nicht existiert. Mhm. Und dass da dann eben doch so etwas wie eine Kultur des Quirulantentums gepflegt wird. Und ich glaube, dass auch eine Betrachtung von unterschiedlichen Kulturen dazu sehr spannend wäre. Also wie erzeugen unterschiedliche Rechtssysteme, also römisches Rechtssystem, katholisches Rechtssystem, unterschiedliche Formen von Quirulanz, und wie wird darauf eingegangen? Also zu dem ersten Punkt mit der Nachfrage sozusagen nach historischen Beispielen. Also vielleicht nur ganz kurz zu machen. Um 1800 gibt es eben zwei berühmte Fälle. Das eine, oder ein berühmter Fall und ein weniger berühmter Fall. Das eine ist eben der erwähnte Müller Arnold, der deswegen sozusagen als Querulant etikettiert wurde, weil er den Instanzenzug nicht eingehalten hat. Also der Instanzenzug entwickelt sich ja im 18. Jahrhundert, zumindest in Preußen, dass es verschiedene Adressierungen zunächst gibt, wenn es um Subliken geht, wenn es um Bittschriften geht oder um Protestschreiben. Das ist ein System, das durchdekliniert wird, das ungefähr vier Instanzen hat im 18. Jahrhundert. Und dann sind Gesetzestexten so behandelt, dass sozusagen, wenn die vierte Instanz ausgeschöpft ist und dann weiterhin Subliken gestellt werden, eben dieser Quirulantenparagraf greift und die Leute dann zwischen 6 Monaten und 12 Monaten ins Gefängnis gesteckt werden können. Es gibt noch einen zweiten weniger Fall, da geht es um den Pächter Sabin, der in Berlin insgesamt 6 Jahre lang versucht hat, sein Recht zu bekommen. Das Hintergrund sind eigentlich Eigentumsstreitigkeiten und dann auch wiederum mit diesem Paragraph 30 arretiert wurde. Das ist sozusagen die Sollbruchstelle, von der ich auch gesprochen habe, die dann wirkt, wenn derjenige des Guten zu viel tut. Es gibt dann natürlich auch im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert natürlich ganz unterschiedliche Querulantenfälle, die auch unterschiedlich gewichtet sind. Also abgesehen von von Schreber beispielsweise gibt es einen Bürgermeister Hegelmeier, der im späten 19. Jahrhundert in Deutschland als Quirulant etikettiert wurde und dann auch in der Psychiatrie interniert wurde. Wobei es eben bei diesen Gesellschaftsschichten der Fall ist, dass schon so viel symbolisches Kapital, könnte man sagen, angereichert wurde, dass es für diejenigen leichter ist, wiederum aus der Psychiatrie herauszukommen. Es gibt auch im 19. Jahrhundert einen ganz prominenten Diskurs, nämlich einen psychiatriekritischen Diskurs, diese ganze Diskussion über den Quirulantenwahnsinn auffangen, die wir sozusagen die 250 bis 300 Publikationen von der Psychiatrie flankieren mit Gegenmaßnahmen. Und dann würde ich sozusagen zu dem zweiten Teil der Frage kommen, die nämlich darauf aus sind, eine Korrektivfunktion einzunehmen. Also eine Korrektivfunktion, die eben dann schlagkräftig wird, wenn das System selbst beobachtet, dass zu viel Lärm existiert. Bei den zeitgenössischen, bei den derzeitigen Diskussionen, wie es zumindest in Deutschland geführt
probiert. Und das war sozusagen der letzte Abschnitt, den ich versucht habe zu zeigen mit dieser Mutwillensgebühr, die versucht wird einzuführen. Würde man es hier versuchen, aufgrund von ökonomischen Mitteln die jeweiligen Klagen am Bundesverfassungsgerichtshof einzuschränken. Also indem man veranschlagt, dass 50 Euro bis 5.000 Euro je nach Klage und je nach Inhalt bezahlt werden muss, damit eine zunächst als nicht erfolgreiche Klage weiter behandelt werden kann. Ich glaube, das ist ein Zug, der wirklich falsch läuft. Wobei man auch sagen muss, dass es mittlerweile seit den 1980er Jahren rechtssoziologische Untersuchungen gibt, die eben vor allem versuchen zu zeigen, dass dieses Phänomen der Querulanz auf Beziehungen, auf Relationen zwischen Rechtssuchenden und Institutionen beruht. Das ist die eine Linie, und die andere Linie, die ich auch erwähnt habe, sind nochmal juristische Abhandlungen, die eben versuchen zu zeigen, dass man dieses Potenzial der Querulanz eben produktiv wenden muss oder als Korrektivfunktion verstehen müsste, um eben zum Beispiel Behördengänge leichter zu machen. In Deutschland. In der Schweiz mittlerweile ist es so, dass es viele Amokfälle gegeben hat von Querulanten, ist man dahin gegangen, dass man zum Beispiel Supervisionen stärker einführt. Es gibt einen berühmten Amokfall vor ungefähr 20 Jahren in Zug, im Kanton Zug, in dem es eben aufgrund von demokratischen Streitigkeiten zu einem Blutbad gekommen ist. Und man sucht jetzt eben in der Schweiz, wie gesagt, eben auf Supervision zu setzen. Ein anderer relativ berühmter, oder nicht wirklich berühmter, Querulantenfall hat sich vor 2 Jahren in Österreich begeben, in Klosterneuburg, der auch wiederum in einem Amokfall geendet ist. Um es dann nochmal kurz zusammenzufassen, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man versucht, mit dem Phänomen umzugehen in dieser Geschichte der 200 Jahre. Das Interessante, was ich mal finden würde, eben, wenn man das Ganze immer versucht, aus einer medientheoretischen Perspektive und vor allem aus einer machtanalytischen Perspektive zu versuchen, wie es versucht hat, in den knapp 50 Minuten zu zeigen. Geht darauf auch der amerikanische Ausdruck fürs Amoklaufen zu go postal? Das ist noch eine Frage, die ich jetzt nicht beantwortet habe. Der geht darauf zurück, dass es mehrere Amokläufe in Post Offices gegeben hat. Das muss man sagen, die Post ist in den USA immer noch staatlich kontrolliert und eine der wenigen staatlichen Institutionen. Und die Amerikaner hassen ja nun nichts anderes mehr als ihren eigenen Staat. Und die Post wird gerne als das Beispiel herangezogen, dass alles fürchterlich ineffizient ist. Und wer mal versucht hat, in Amerika einen Brief abzuschicken, der weiß, dass es wirklich so ist. Und es hat wohl mehrere Amokläufe in Postämtern gegeben, weil Leute sich eben massiv schlecht behandelt gefühlt haben, weil irgendwie ein Brief nicht abgeschickt wurde, weil irgendwas beschädigt wurde. Und es hat irgendwie 2, 3 gegeben, und deswegen heißt das eben to go postal. Also. Ich würde vielleicht nochmal sagen, die Frage habe ich nicht beantwortet am Anfang. Also die Frage zwischen Nordamerika und sagen wir mal Mitteleuropa. Also wenn man sich mal anguckt, welche Übersetzung es von Querulant gibt ins Englische, dann hat man meistens ein Problem. Weil sozusagen der Querulant, wie wir es sozusagen in Mitteleuropa verstehen, und der eben von der lateinischen Wurzel kommt, von der Querela, also von der Klage, die man nochmal begriffsgeschichtlich nochmal weiter verfolgen müsste, existiert so in Amerika nicht. Also es gibt Übersetzungen, wenn sich zum Beispiel Heinrich von Kleist-Michelpohl, also der berühmteste Querulant, Übersetzungen angucken, da gibt es unterschiedliche Versuche, den Begriff Querulant, der in dem Text vorkommt, in einer Resolution ganz am Anfang von der Erzählung, stoßen die Übersetzer auf Probleme. Es gibt Übersetzungen, das geht in die Richtung von Quarrelsome Fellow oder Litigious Legitimate, die aber sozusagen den ursprünglichen Begriff des Querulanten, also von der Querele, nicht einfangen können. Deswegen könnte man vielleicht auch tatsächlich sagen, dass der Querulant, und das so wie ich ihn heute versucht habe zu beschreiben, ein ethnografisches Phänomen ist. Wobei das Interessante eben ist, dass es zu einem spezifischen Zeitpunkt, einem spezifischen Ethnografen, spezifischen Raum eben entstanden worden ist, und das wäre eben die preußische Monarchie im 1800, die sich dann aber über die Psychiatrie weiter entwickelt. Das ist natürlich von der amerikanischen Perspektive eine ganz andere hinsichtlich des Praktikers anstrebt und dadurch auch in einem Öffentlichkeitsbegriff diesen Praktiker erlaubt, der eigentlich im europäischen
theoretisch was justiert werden muss oder begründet werden muss, was davon von einem wegfällt. Also diese Zielfokussierung, selbst bis hin zu Gottvertrauen oder Brinkmanship, also mit dem Feuerspielen, was der Querulant ja auch hat, ist da eben ganz anders konnotiert. Es ist aber ein anderer Stil. Und, also in Hinsicht auf Sexualität oder Devianz, also was auch als Querulanz gelten kann, oder Schulden, oder den Posse-Game zum Beispiel, gibt es halt andere, Qualifizierungen, die erlaubt sind als hier. Und in diesem Zusammenhang wollte ich auch nochmal auf Niklas Ullmann hinweisen. Und zwar diesen Aufsatz von 75 mit der Strukturaufwendung durch Interaktion, weil der ja genau das schildert, dass also auch eine psychoanalytische Dimension als apparative Synthese zur Öffentlichkeit hin und Öffentlichkeit als Medium für eine Belastungsprobe, für die Grenzen und die Bedingungen von Ordnung, letzten Endes Interdependenz und Relationierung irgendwie nochmal ganz schön erklärt über das Einüben vom Recht. Und da dachte ich ja, dass schon diese Übung also tatsächlich immer wirklich über den Begriff des Öffentlichen laufen. Der divergiert ja hier enorm. Also es gibt ja eine Studie von Luhmann, in der sich mit Querulanten auseinandersetzt, nämlich Intimation als Verfahren. Da gibt es eine Stelle, wo er eben versucht zu zeigen, dass das Verfahren, das er sozusagen sowohl offen als auch geschlossen operieren muss. Und das Verfahren nach Luhmann muss sozusagen offen sein für Einsprüche, gleichzeitig muss aber auch geschlossen sein, dass am Ende eines Verfahrens zumindest die jeweiligen Streitparteien das Resultat anerkennen. Und Luhmann versucht hier zu zeigen, dass sozusagen dass das Verfahren auch wiederum eine Möglichkeit ist, um den Protest in dem Sinn, um den Protest zu absorbieren. Es gibt eine Stelle, wo er davon schreibt, dass es eben Verfahrensverläufe gibt, während denen der einzelne Kläger oder der exzessive Kläger zum Sonderling abgestempelt wird, durch das Verfahren und zum Querulanten. Also das wäre zumindest der zweite Luhmann-Text, der hier nochmal in Frage kommen würde. Ich habe beim Vortrag das ein oder andere Mal an den vielleicht ausgewiesensten Querulanten-Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, denken müssen wir an Franz Kafka. Und insbesondere jetzt auch so in der Nachdiskussion, weil jetzt hier schon die Postals auf der einen Seite und dann auch das Telefon angesprochen wurden. Es gibt ja im Schloss ganz am Anfang, als er in der Gaststätte ankommt, diese tolle Situation, dass er im Schloss anruft und am Apparat nur Rauschen zu hören ist. Und die ganze Zeit genau das macht, was diese Querulantenbeschreibung hier zu sehen ist. Und ich frage mich jetzt, oder ich äußere mal den Verdacht, dass die Qualität und die Bewertung von Querulantentum auch sehr viel mit der Medientechnologie zu tun hat und diese Medientechnologie selbst wiederum ganz stark darauf abhebt, auf eine Zeitverkürzung und eine Raumauflösung zwischen dem Ort, an dem sich der Querulant befindet und dem, da wo die Einreichung stattfindet. Denn das Anrufen und sich immer noch mal den nächsten geben zu lassen, das scheint ja, also scheint ja viel effektiver zu sein, als einen Brief zu schicken, bei dem man so lange warten muss, bis man dann Postal geht. Und du hast am Anfang ja auch gebracht, die Situation mit dem Internet, wo sozusagen absolute Echtzeit ist und alles, was auf dem Bildschirm ist, ist sozusagen bei mir schon zu Hause und vielleicht auch gleich, es gibt ja hier Polizeiportale online, wo man seine Strafanzeige gleich loswerden kann über ein Formularfeld und so. Also dass die Medientechnologien selbst mit ihren Qualitäten von Raum und Zeit, wie sie technisch realisieren, dass die einen sehr starken Einfluss darauf haben, wie das wahrgenommen wird und auch wie das praktiziert wird. Ich weiß nicht, ob Sie dahingehend auch Überlegungen gestellt haben. Also man könnte sagen, dass die Querulanz neben Bürokratie und Psychiatrie eine dritte wesentliche und große Beobachterstelle hat, und das ist die Literatur. Deswegen bin ich auch ganz dankbar zu dem Kafka-Hinweis. Kafka, der in der AUVH, also in der eigenen Unfallversicherungsanstalt in Prag tätig war, war ein bisschen Abschnitt seines Berufslebens für Rekursionsverfahren zuständig, das heißt für schwere Briefe. Und es ist tatsächlich so, dass
Das kann man auch schon nachweisen, dass er auch den psychiatrischen Diskurs, in dem Kerulantenwahnsinn rezipiert hat, über Gross, bei dem er in Prag Vorlesungen besucht hat, und dass in der Literatur, die Kafka geschrieben hat, klarerweise kollaboratorische Figuren auftauchen. Also ich würde gar nicht sagen, im Schloss, dass es K ist, sondern, also Landvermesser, sondern mehr der Vater von Barnabas, der Subliken schreibt, weil es einen Vorfall gegeben hat in dem Dorf, bezüglich seiner Tochter, und der Vater von Barnabas will sozusagen diesen Vorfall wieder absorbieren, und er schreibt Subliken, aber die aber nie ankommen, also Bittstellenbriefe, das eine. Das andere ist, dass es eine Erzählung aus den 1810er Jahren von Kafka gibt, die den Titel trägt Der Heizer. Das ist auch gleichzeitig das erste Kapitel von Der Verschollene, in dem der Heizer als Querulant festgemacht wird, wo dann diese schöne Stelle vorkommt von Karl Rossmanns Onkel, weil Karl Rossmann sozusagen der Fürsprecher des Heizers ist, die schöne Stelle, es geht nicht um Gerechtigkeit, sondern um Disziplin. Und hier könnte man zum Beispiel sehr schön zeigen, dass in Kafka diese auch bürokratischen Abläufe, die in dieser Kapitänskajüte tatsächlich stattfinden, das heißt von einem Pseudogericht eigentlich, sehr genau mikroskopisch verfolgt und sehr genau eben diese Etikettierungsprozesse nachzeichnen kann. Bei dem wäre es sozusagen wiederum, also bei dem Heizer wäre es keine Frage eigentlich der Medien. Dort spielen Medien keine Rolle. Eine Rolle, und das stimmt, würden durch Medien spielen bei dieser berühmten Szene in dem Romanfragment Das Schloss, am Anfang mit dem Telefon, weil natürlich auch den Protagonisten als einen korrelatorischen Protagonisten durchaus, durchaus nachweisen könnte. Inwiefern dann dort aber wiederum die Medien, wie das Telefon oder das Radio eine Rolle spielt. Und die Akten sind ja ganz wichtig in das Schloss. Die Akten natürlich, ja. Müsste sich nochmal genauer angucken. Also ich würde sagen, also weniger Radio und Telefon, sondern etwas, was eben Cornelia Fissmann auch ganz grandios in ihrer Präsentationsschrift über die Akten gezeigt hat, eben dass dann wahrscheinlich eines der zentralen Medien bei Kafka, wenn es um Kerulanz geht, tatsächlich die Akten werden. Also die nicht nur natürlich im Schloss prominent vertreten sind, sondern auch im Prozess. Auf Luhmann und die Frage des Verfahrens sehr spannend und da vor allen Dingen auf die Frage des Unterschieds zwischen Verfahren als einem fluiden Handlungssystem und etwas, was man Norm oder Gesetz nennen könnte. Und vielleicht ist das Verfahren, also die Frage, inwiefern schließt das Verfahren in irgendeiner Form an Norm und Gesetz an und was wird überhaupt verhandelt? Und die Frage des Kremulanten als Lärm finde ich in dem Zusammenhang sehr, sehr, sehr wichtig. Und also ich habe ein relativ schönes Beispiel, wie mit Normenverfahren umgegangen wird und auch relativ clever umgegangen wird. Und das in der Geschichte habe ich von jemandem gehört, der regelt für entweder für Otto oder für Neckermann, also für ein großes Versandhaus, den Logistik. Und es gibt ja eine große Norm, und diese Normen sind Kleidergröße. Das heißt also, eigentlich ist eine Kleidergröße eine Norm, das heißt, es gibt bestimmte Maße und bestimmte Maße korrespondieren in bestimmte Kleidergröße. Jetzt hat diese Firma, Neckermann oder Otto oder wer es auch immer war, hat noch eine zweite Norm, und das ist die, niemals den Kunden zu widersprechen und immer schön alle Retouren zu bearbeiten. Das heißt, im Grunde genommen öffnen sie damit ja dem Lärm, dem Querulanten, Tür und Tor. Und sie haben also festgestellt, dass es unglaublich viele Retouren wegen Größen gibt. Das heißt also, es gibt einen Kunden, die bestellt Größe 44, schickt es danach wieder zurück und sagt, nein, tut mir leid, da passe ich nicht rein, ich brauche eine Nummer größer. Jetzt haben die sich dann gefragt, wie können wir das denn quasi in einem Verfahren lösen? Und sie haben erstmal festgestellt, es ist sehr viel cleverer, die Norm aufzulösen. Das heißt, sie haben ganz einfach sämtliche Sachen, die 46 waren, auf 44 umetikettiert. Was die Retourenquote, also die Lärmquote im System, sofort massiv gesenkt hat. Und da muss man sich dann natürlich fragen, wo, also, was ist das Verfahren, was ist die Norm, was ist verhandelbar? Und ich glaube, da kommt dann auch dieser Unterschied zum Tragen zwischen einem preußischen oder deutschen Rechtssystem und einem amerikanischen. Das amerikanische Rechtssystem ist ja eins, das auf Präzedenzfällen basiert.
Slat, wo also immer wieder neu entschieden werden kann, wo es also sehr viel verfahrenartiger ist, als das, das deutsche, das im preußischen vorgegangen ist. Mhm. Du hast sehr viel über den Anfang dieses Begriffs erzählt. Ich würde mal das Ende interessieren. Also meinen Ohren klingelt das ja schon etwas antiquiert. Es muss schon lange vor meiner Zeit gewesen sein, dass es antiquiert wurde, wahrscheinlich irgendwann in den 60ern, als der Übergang zum Protest, den du selber schon da anlauten ließest, unscharf wurde. Und heute ist, es mag das Phänomen wohl noch geben, aber wenn man das Wort ausspricht, dann hat man genau schon diesen Zaun, diesen antiquierten, ne? Ja. Als ob da Protest gemeint sei. Man könnte durchaus sagen, dass es ein diffuses Begriffswissen auch des Querulanten gibt. Wenn du noch mal kurz ausholen darf. Die Querela, also die Klage, gibt es als instituziertes Rechtsmittel seit dem normannischen Recht eigentlich, wobei es mehrere Arten von der Querela gibt, also zum Beispiel die Querela Levis und auch andere Unterarten. Also es war eigentlich prinzipiell ein Rechtsmittel. Im Laufe des 18. Jahrhunderts könnte man sagen, dass sich die Querela als Rechtsmittel sinnentleert und dass dann eben die Möglichkeit gegeben worden ist für Bürokraten im späten 18. Jahrhundert, den Querulanten begriffsgeschichtlich neu zu formatieren, indem er eben polemisch pejorativ aufgeladen wurde. Das zeigt sich auch sehr schön, wenn man zum Beispiel Wörterbücher oder Lexika um 1800 sich anguckt, vor allem Fremdwörterlexika, in denen akribisch versucht wird, den einzelnen Bürgern klarzumachen, was ein Querulant eigentlich ist, und jeweils pejorativ. Und er wird dann sozusagen mit Synonymen wie dem Zenker in eine Reihe gestellt und dann zum ganze Liste von Synonymen. Also um 1800 versucht sozusagen der Wörterbuchmarkt den Einzelnen zu erklären, was ein Querulant ist und vor allem ihn davor zu warnen, sozusagen zu bewahren oder zu warnen, nicht selbst als Querulant verstanden zu werden. Im 19. Jahrhundert behält sich diese pejorativ-polemische Bedeutung bei, wird aber sozusagen nochmal von der Psychiatrie aufgeladen, indem die Querulanz psychiatrisierbar gemacht wird. Und dann, wenn man einen großen Schritt machen würde, zum Beispiel in den 1960er Jahren, ist es so etwa, dass literarische Figuren wie Michael Kohlhaas sehr, sehr positiv aufgefasst worden sind und wo es natürlich auch Selbststilisierungen gegeben hat, dass man gerne ein Querulant war. Wenn man heute nochmal sozusagen 2012 sich Gesetzestexte anguckt, bekommt der Begriff nicht mehr vor. Kommt nicht mehr vor, es werden andere Beschreibungen verwendet in der Rechtswissenschaft, um das Phänomen sozusagen klar zu machen. Vielleicht kommt daher sozusagen auch dieses Gefühl der Antiquiertheit des Begriffs. Was ich sozusagen nochmal stark machen würde wollen und dann nochmal zeigen wollen, ist, dass es eben bei dem Begriffswissen um den Querulanten sich um diffuse Konturen auch noch weiter immer handelt. Und vor allem in der politisch aufgeladenen Zeit ist das natürlich ein Schimpfwort gewesen, was man leicht wie ein Knüppel mit Zweiten, wie ein Wort wie Nestbeschmutzer auch umdrehen konnte. Ja. War alles und jeder gerne ein Querulant. Ja. Erstmal eine Verständnisfrage zu dem vierten Teil. Und zwar fürchte ich, dass ich diese Pointe nicht ganz verstanden habe, dass es nicht nur um eine Mediengeschichte der Querulanz, sondern auch um eine Querulantologie der Medien selbst gehen sollte. Also um Querulanz der Medien, wenn man es hinnehmen Medien. Was wäre denn das genau zum Beispiel? Soll es dann um so ganz materielle Phänomene wie Kanalrauschen oder Eigenschwingung der Apparate gehen, oder das wäre ein querulantes Medium selbst? Also das ist irgendwie also der Versuch, die Querulanz in Medientheorie zu zeigen, und da vor allem mit Michel Serre. Das ist irgendwie der Versuch, eine Medientheorie der Querulanz zu formulieren, in dem dritten Abschlussversuch. Worauf ich eigentlich hingehen wollte, wäre, dass es nochmals interessant wäre, sich mediengeschichtlich die Querulanz anzugucken, und zwar, dass man sich spezifische Räume anguckt, in denen
Kirulanten sich versammeln. Und da wäre zum Beispiel ein sehr prominenter Raum des Patent. Und darauf in Richtung sozusagen eine Mediengeschichte der Kirulanz, die man nicht an Patentamt, an Patentrechtsstreitigkeiten, an Projekte machen, die Erfindungen anmelden, aber die Patente nicht zugestellt bekommen. Da könnte man sozusagen eine Mediengeschichte der Kirulanz schreiben und das wollte ich sozusagen hinaus einleiten. Der dritte Teil wäre natürlich auch, dass es mal interessant wird, natürlich auch wissenschaftshistorisch sich anzugucken in verschiedenen Disziplinen. Das muss auch nicht nur die Mediengeschichte betreffen, sondern inwiefern beispielsweise eine Wissensgeschichte der Literaturwissenschaft, eine Wissensgeschichte der Mediengeschichte oder der Medienwissenschaft, inwiefern dort korrelatorische Diskurse prominent vertreten sind oder prominent vertreten waren, welche Auswirkungen das dann auch auf das Fach gehabt hat. Also Leute, von denen die zunächst überhaupt nicht anerkannt wurden, etwa von der Wissenschaft, die auch dann, wenn man jetzt drauf kommt, wenn man sieht, ganze Fächer gegründet haben. Ja? Das wäre sozusagen der dritte Punkt, der da von Interesse wäre. Sie meinen das so wie die Banking? Bitte? Kirulanz als die Banking, oder was? Mhm. Ich kenne den Begriff von Debunking nicht, wissen Sie mir was? Das ist eigentlich so, das ist eine Banker Engels und so weiter in der Richtung. Also kommt von Banco, der ein Abgeordneter aus North Carolina hat so einen Mist geredet, dass alle einschlafen sind. Okay. Und dann hat man das aufgenommen und gesagt, das ist derjenige, der also im Grunde genommen eine Schlaffheit der Begriffe ankämpft, um sie wieder neu zu vitalisieren. Das sind die sogenannten Banker. Zu den Banker Mist oder sowas. Eigentlich war eine Anschlussfrage der Bank. Ich frage mich ja bloß, wenn man jetzt in verschiedenen Diskursfeldern, wenn man dort Kirulanz ausmacht, nachträglich, ob man dann nicht Gefahr läuft, das Gleiche zu machen, was sie erforscht haben, dass es nämlich erst dadurch entsteht, dass man es so nennt. Also wäre das nicht so ein dummes Autonomieproblem vielleicht, dass man über den Diskurs analytischen Rahmen hinaus läuft? Also wirklich nicht sozusagen ein blumensches Autonomieproblem, sondern natürlich auch eine Frage, die sich ein bisschen verkuppelt stellt, aber wahnsinnig gesellschaft, also lieber Wahnsinn schreiben, um selbst in den Diskurs reinzukommen. Das ist vollkommen klar. Also was ich versucht habe, zumindest in dem Beitrag auszubuchstabieren, ist, dass es mir nicht darum geht, sozusagen eine Geschichte zu schreiben, wer wann wie und wo als Querulant bezeichnet worden ist, sondern was mich interessiert, ist eben, dass man die Machtdispositive und die Reglementierungsdispositive sich anguckt, die es dazu kommen haben lassen, dass etwa der Begriff Kirulant um 1800 in Anführungsstrichen erfunden wird. Oder welche Machtmechanismen eigentlich dahinter stecken, sei es in der Biologie, sei es in der Psychiatrie, sei es auch in der Literatur, die dazu führen, dass jemand als Kirulant bezeichnet wird. Das ist also der Einsatz, den ich versucht habe zu machen, machttheoretisch und andererseits aber auch natürlich medientheoretisch, sich das genau anzugucken. Also man könnte es zum Beispiel auch sagen, vielleicht noch anschließend zu der letzten Frage, dass man sagen könnte, dass der Querulanz immer eine Themenlosigkeit unterstellt wird. Also dass die Querulanz kein Thema formulieren kann, der zumindest vom öffentlichen Diskurs, sei es jetzt in einem Verfahren, sei es von Institutionen, anerkennt wird. Und diese Themenlosigkeit kann sich natürlich mit der Zeit ändern. Also das sind natürlich Sachen, die absolut themenlos oder als themenlos aufgefasst worden sind, dann nach einer längeren Zeit von mir aus, nach einer kurzen Zeit, als tatsächlich formulierbares Thema dann auch artikuliert werden können. Ja, eine Anschlussfrage vielleicht, weil ich mich das Ganze zu Beginn gefragt habe, ob es sozusagen auch wieder ein Feedback gibt zurück in psychiatrische und psychoanalytische Diskurse. Da wäre ja dann zum Beispiel eigentlich gerade in dem Schritt nach Freud auch einen Medienwechsel zu vollziehen und Lacan als Kirulant zu bezeichnen, der zwar ein anderes Medium, ein sehr viel öffentlicheres, aber innerhalb des universitären Diskurses eigentlich sehr, sehr stark als Kirulant aufgetreten und auch als solcher wahrgenommen worden ist, inklusive Exkommunikation. Also es würde mich dann sozusagen nicht so stark interessieren, was mich interessieren würde, nämlich die Situation von Lacan und die Paranoia, in der es über die ersten 40 Seiten über Kirulanten wahnsinnig geht. Das ist, würde ich dann sagen, bei Lacan mehr interessieren. Also der Versuch auch nochmal von Lacan und der Tradition auch natürlich von Freud, die Querulanz als eine
paranoide Querulanz zu versuchen zu verstehen. Das würde mich sozusagen mehr interessieren. Aber ist dann, also wenn es um die Frage des Machtdispositivs geht, ist dann nicht auch die Frage eben spannend, wann hört Querulanz auf? Also diese Idee, dass der Begriff so alt ist und sich so alt anhört, also die finde ich sehr gut. Und auch der Hinweis darauf, dass es eventuell in Protest übergeht. Und ich glaube, es gibt zwei Arten, mit der Querulanz aufzuhören. Die eine ist die Kafka-Methode, also die K auch dann irgendwann für sich im Schloss entdeckt, nämlich sich im Verfahren breit zu machen und nicht mehr im System, nicht mehr in der Norm, was ihnen ja auch beigebracht wird von diversen Administratoren, dass es geht eben nicht darum, dass man versteht, was da im Telefon rauscht, sondern es geht darum, dass man sich irgendwo in der Nische breit macht und dann da lebt es sich halt auch ganz nett. Oder eben die andere Frage, wenn es darum geht, wieder Schulen zu bilden, da wird es dann wieder eine medienhistorische Frage, dass man ganz einfach sieht, dass heutzutage jeder Querulant natürlich auch ein ordentliches Forum hat und das ziemlich lange so weitergehen kann, bis irgendwann das Ganze sich zum echten Protest formiert und dann sind es plötzlich keine Querulanten mehr. Also das, was man hier beschrieben hat, also das, was mal kein Thema war, was dann so ein Thema wird, könnte perfekt die Gründung der Grünen Partei beschreiben, die dann irgendwann im Bundestag zum Beispiel. Und man könnte sich fragen, ob nicht etwas, was im Wissenschaftsdiskurs als querulatorisch angesehen wird, zum Beispiel Verschwörungstheoretiker, da kann man ja im Moment auch interessanterweise beobachten, dass es da so etwas wie einen Gegendiskurs gibt. Also die Tatsache, dass so Filme produziert werden wie Loose Change zum Beispiel, dass es also ganze Schulen gibt. Und die Frage, werden diese Schulen irgendwann zu soliden Gegenschulen, die echte Gegenwissenschaft betreiben können, oder sterben die dann irgendwann ab? Aber ich glaube, es ist spannend zu sehen, dass der Begriff Querulanz irgendwann anscheinend aufhört, veräppt. Und dann ist die Frage, wohin veräppt er? Also ich würde gar nicht so sagen, der Meinung sein, dass der Begriff der Querulanz mittlerweile sozusagen obsolet geworden ist. Das glaube ich nicht. Natürlich kann man sich überlegen, in welche anderen Begriffsbestimmungen sozusagen die Querulanz abgewandert ist. Also ich würde auch nicht zum Beispiel sagen, dass die Querulanz um 1800 beschreibbar geworden ist, sondern sie wurde halt nur als Querulanz beschreibbar. Natürlich gibt es andere Begriffe von Leuten in der Antike, im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit, also vor um 1800, die man mit dem Raster zumindest der Querulanz als querulatorisch einfangen könnte, nur die werden natürlich nicht so bezeichnet. Das Wichtige, was ich halt versucht habe, in diesem Zeitraum zu zeigen, den ich besprochen habe, ist eben, dass bürokratische Situationen oder Institutionen, dass diesen Institutionen schattenhaft immer etwas folgt, was man als Querulanz bezeichnen könnte. Also es ist eine Figur, die selbst aus den Institutionen sozusagen hervortritt und dann gleich mit demselben Atemzug versucht wird zu reglementieren. Das war sozusagen der Punkt, den ich machen wollte. Und nochmal zurück zu dem Anfang der Frage, also ich bin mir gar nicht so sicher, also wenn man auch ganz banal das macht, wenn man zum Beispiel Google Querulant eingibt, etwa, oder? Wenn man sich benachrichten lässt, in welchen Tageszeitungen der Begriff aufkommt, bekommen wir in der Woche ungefähr 50 Meldungen schon rein. Ja. Also deswegen glaube ich sozusagen nicht, dass der Begriff des Querulanten obsolet geworden ist, sondern mehr, dass er aufgrund eben der diffusen Begriffsbildung, eben der diffusen Struktur des Begriffs, natürlich Verschiebungen eingetreten sind, die ich auch versucht habe, sozusagen quasi nachzuzeichnen. Also dass es verschiedene Felder gibt, die auch sozusagen den Begriff versuchen für sich zu vereinnahmen. Sei es die Bürokratie, sei es die Psychiatrie, oder sei es auch die Literatur. Zu dem Kafka, da müsste man länger drüber streiten wahrscheinlich, ob es tatsächlich eher begnügt, als Landvermesser angesprochen zu werden, weil es ja bis zum Ende nicht klar wird. Da müssen wir nochmal genauer gucken, weil das alles will zu weit führen ist, glaube ich. So, eine letzte Frage vielleicht. Ich wollte das nur ergänzen, und zwar die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat im letzten Jahr hinsichtlich der Bemühungen, sich auch gegen ganz bestimmte Usurpationen in der sogenannten Energiewende, aber auch anhand konkreter Fälle von Leuten, die sich also gegen Biogasanlagen gewehrt haben, von einem Kohlhaas-Syndrom gesprochen. Also da wurde dann nicht Querulant genannt, sondern Kohlhaas-Syndrom.
Vortrag selber. Ja. Also, vielleicht wenn ich es nochmal ergänzen würde, also Michael Kohlers ist sicherlich der berühmteste Querulant, sei es in der Rechtswissenschaft, in der Psychiatrie oder in der Literatur. Und um 1900 gibt es Bestrebungen von der Psychiatrie, über die literarische Figur das Krankheitsbild zu definieren. Das heißt, die Psychiatrie schlägt um 1900 die Augen auf und liest Michael Kohlers, die lesen diese Geistnovelle, um anhand der Literatur zeigen zu können, wie sich jemand wann und wo querulatorisch verhandelt. Es gibt in den psychiatrischen Diskussionen 1900 totale Verästelungen, weil man von Pseudo-Querulanten ausgeht oder von echten Querulanten. Und das spielt sich dann auch eben tatsächlich an Literatur ab. Und hier kann man eben schön zeigen, welche Verbindungen es um 1900 zwischen Psychiatrie und Literatur gibt. Die andere Sache, es geht natürlich nicht nur um Biogas, sondern es geht natürlich auch um Diskussionen, zum Beispiel um Hartz IV. Also ich habe heute erst eine Homepage mal angeguckt von einem Unternehmen, den man als Querulant bezeichnen würde, der ein richtiges Archiv mittlerweile von Amtsschriften hat, wo es darum geht beispielsweise, dass er gegen Hartz IV klagt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und dann würde ich sozusagen nochmal zu dem Punkt zurückgehen, dass ich glaube, dass jede Institution, jedes Kollektiv, eine Gericht in gewissen Art und Weise immer schon schattenhaft die Querulanz in sich mitträgt. Also Unvollständigkeit sozusagen, also etwas, was eine Unabgeschlossenheit produziert, die aber eben einerseits als regulativ, also das, was Herr Klaus von Dreck vorhin geschildert hat, dass es sozusagen eine ständige Nachbesserung gibt, aber andererseits auch als eine Art Triebfeder, die das Ganze am Laufen hat. Also die immer wieder etwas ausstößt, was dann wieder, also das, was du vorhin mit Inklusion und Exklusion beschrieben hast. Vielleicht da noch mal kurz darauf antworten würde. Das ist für mich wichtig, wenn man so lange von einer Medientheorie der Querulanz spricht, dass man es denn tatsächlich auch radikal begreift, also dass wer, wann, wie und wo es regulatorisch auftritt, von der Beobachterperspektive abhängt. Also klar ist von Seiten der Bürokratie, und das war auch der Diskurs, den wir jetzt in der Diskussion hatten, dass die Bürokratie Einzelne als regulatorisch betrachtet. Aber es ist genauso umgekehrt, dass ja sozusagen für den Antrag, für den Bittsteller oder für den Klagenden, ob jetzt tatsächlich gerechnet oder sein vermeintliches Recht ist, der Lärm sich ja in der Bürokratie befindet. Weil eben er noch nicht die Möglichkeit hatte, sein Recht durchzusetzen. Und deswegen auch die Frage nach der Zeit der Querulanz. Weil man davon ausgehen kann, dass diese exekutiven Adressierungen eben davon kommen, dass der Querulant sein Recht vorhersieht. Das ist eine Leerstelle, die gefüllt werden muss. Und dann war nochmal wichtig, eben auch diese Radikalität dadurch zu berücksichtigen, dass der Lärm sowohl in der Bürokratie stattfindet, als auch sozusagen von Bittstellern oder von Klagenden. Okay, ich glaube, wir sind langsam am Ende der Zeit angelangt. Zahle erst bedanke ich mich natürlich herzlich für den tollen Vortrag und für die Diskussion. Dann natürlich bei allen, die dieses Semester an dieser Vortragsreihe teilgenommen haben. Mir hat es riesigen Spaß gemacht, ich hoffe Ihnen auch. Und ich werde es so gut es geht nächstes Semester weiter betreiben. Kommen Sie wieder. Und wer Lust hat, kommt mit auf den Weg jetzt.